Jetzt aber nicht essen. Nee. Wir sind jetzt Bros. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Bears Gaming. Ich bin immer noch Max und wir spielen wieder eine Runde Abzu. Der fünfte Teil inzwischen. Und das letzte Mal waren wir hier in diesem Erzählezimmer, wo der Wasser jetzt an seinem Punkt Brunnen hier angekommen ist und sich dieses Tor geöffnet hat. Durch das wir jetzt einmal gemeinsam hindurch schwimmen. Und hier schwimmen wir wohl nach links. Ah, was ist denn hier mit der Kamera jetzt? Noch haben wir unsere zwei Drohnen dabei. Ich bin jetzt mal gespannt, wann hier der erste... Ob uns hier überhaupt irgendwas noch passiert. Also ob uns hier überhaupt irgendjemand unter Wasser feindlich gesonnen ist. Der dicke Hai ist ja bis jetzt immer vor uns abgehauen. Irgendwas... Hochentwickeltes scheint mir hier diese Tore gebastelt zu haben. Ich glaube, dieser Schreck. Oh, jetzt, was ist? Ah, Levelwechsel. Kommt jetzt erstmal wieder. Antwortet niemand. Okay. Was seid ihr? Bewegt ihr euch, wenn ich an euch... Oh ja, ihr macht alle flup, 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 flup und verpisst euch. Hm. Oh, shit. Ein riesen fucking Wal, Alter. Mit einem kleinen Riesen-Fucking-Wal. Was macht's? Und was ist es? Ist es ein Blauwal? Das macht das Spiel übrigens von selbst. Oh, da kommen ja noch mehr. Nice. Kann ich irgendwas tun? Ja, ich könnte ein bisschen runter und hoch schwimmen. Im Prinzip ist es, glaube ich, einfach... Sie schmatzen hier erstmal ordentlich ab. Oh, was seid ihr denn? Ihr seid andere Genossen. Ihr seid aber auch groß. Wenn ich jetzt nur irgendwie einmal aufgepasst hätte in der Schule, ne? Sind das Pottwale mit dem... What the fuck? Hallo, mein Freund. Können wir uns unterhalten? Nee. Ey, das sieht einfach nur so geil aus. Oh, jetzt machen sie Pirouetten. Jetzt geht's aber ganz schön weit nach unten, habe ich das Gefühl. Kann ich nicht auch irgendwas Lustiges tun? Ah doch, ich kann meine komischen Saltos. Hui. Wollt mir jetzt auch nicht weismachen, dass ihr mich jetzt hier unten im Dunkeln alleine lasst. Doch, das machen die mir weiß. Irgendwie will meine Drohne, dass ich nach da fliege. Oh, jetzt kann ich hier irgendwie die ganzen Areale scannen. What the fuck? Okay. Ich glaube, die Dinger sollte ich nicht so nah ran schwimmen, vielleicht. Aber ich möchte gerne den Koboldhai. Oh, der ist mega hässlich. Also, so geht's. Aber der hat so ein ganz komisches... Die Dinger
Dinger sind auf jeden Fall nicht so, die sind nicht so nett zu mir. Ja, ich bin ja schon weg. Wir haben ja so einen Koboldhai da. Wenn der isst, vielleicht sieht man es, wenn er isst. Versuch mal die Kamera irgendwie so zu halten, dass man sehen kann. Oh, holy cow. Ist doch mal was. Jetzt hat er es gegessen, jetzt hat man es auch nicht gesehen. Die haben so ein ganz komisches Maul, aber haben die irgendwie... Die können ihr Maul so nach vorne stülpen, auf jeden Fall. Es scheint mir ein sehr großes Skelett zu sein hier. Hier sprudeln überall Gedöns ins Wasser. Das ist ein interessanter Level hier. Ich glaube, das da drüben war das Kobold-Hiding. Aha, hier oben ist noch irgendwas. Ah ja, eine Muschel. Das Walskelette hier? In der Größe her würde ich ja sagen, ja, wenn es was anderes ist, dann wird's mir, hätte ich jetzt gleich Angst, sehr. Es ist ein sehr stressiges Geräusch, was diese Dinger da von sich geben. Ah, hier ist noch ein Becken. Was kannst du? Tomopteris. Aha. Kenn ich auch schon. Also. Oh doch, die bewegen sich tatsächlich. Ich möchte eigentlich nicht nochmal geelektroschockiert werden. Oh, du Kacke, Alter. Ich glaube, das ist echt nicht. Ja, natürlich. Oder muss ich mir das geben und dann hier so ein. Während ich da elektrisiert bin, vielleicht hier Strom drauf bringen? Ah, dann gehen die Dinger aus. Ah, tricky. Vielleicht muss ich mir da auch eine ballern lassen, damit ich Energie habe für das hier. Was immer es ist. Ah ja, weil hier schwimmen noch welche. Jetzt probier ich. Moment, hier ist doch noch so ein Ding. Oder ist das das Kobold? Ne, ist nicht das Kobold. Seeteufel. Ach, das sind die Kunden. Die mega hässlichen Kunden mit den. Mit den Leuchtedingern vorne dran. Ich glaube, hier kommt. Oh, hier kommt man, glaube ich, gar nicht durch, ohne dass man übelst eine geballert bekommt. Ja, jetzt ist dann aber langsam mal gut, ne? Hallo. Was soll denn das? Ja, ja, schwimm, schwimm. Jetzt bin ich aber mega elektrisiert, du. So, sind die Dinger auch ausgeschaltet. Ist ja furchtbar. Und hoffentlich auch die Tür geöffnet. Na, wer sagt es denn? Sieh doch. Er weist uns irgendwie den Weg oder so. Er ist auf jeden Fall immer in der Nähe.
Alter, jetzt geht's hier drin gerade so weiter, oder was? Ist ja mega nervig jetzt. Oh. Hey, Freund, was ist mit dir? Kann ich dem helfen? Ich muss ihm helfen sogar. Oh ja, ich schaff's sogar. Los, drück dich raus. Jetzt aber nicht essen. Nee. Wir sind jetzt Bros. Er grinst. Geil ist das denn? Er grinst einfach. Okay, jetzt habe ich keine Angst mehr vor ihm. Scheint ein netter Fisch zu sein. Ein netter großer Fisch mit riesigen Zähnen. Ich möchte so gern dein Freund sein. Wo bist du denn hin? Musst mir versprechen, mich nicht... Oh. Hui. Ihr seid aber auch schon wieder Wale. Wie hier freie Wahl, oder? Haha. Sorry, der war jetzt eigentlich nicht mit Absicht. Oder hat der Entwickler Giant Squid wohl Giant Squids mit eingebaut ins Spiel? Ah, hier ist so eine Ammonit. Ach, Kacke. Das mit dem gerade nach unten schwimmen ist noch nicht so ganz meine Stärke. So, könnte ich jetzt mal so einen Wal haben? Oder kann ich die haben? Kann ich mich an dem festhalten? Tatsächlich. Schwimmt's denn hin? In den Boden. Ein riesiger Krake. Release the Kraken. Ah, da kommt eins. Gibt es, gibt es, gibt es. Ich will das da. Oh ja, das geht. Pottwal, das ist ein Pottwal. Aha, die mit dem komischen, die mit der komischen Form. Ja, und der kann nur geradeaus schwimmen. Wah, wah, wie, wah. Ja, da kann ich auch nicht hin. Die schwimmen hier quasi raus. Aus meiner Map. Mit Open World ist nicht ganz. Hier nicht auch. Aha. Was haben wir denn hier alles? Der Beilfisch. Nicht ganz so hübsch. Die Ohrenqualle. Wieso heißt die Ohrenqualle? Hat sie Ohren? Oder sieht sie aus wie ein Ohr? Schon wieder der Beilfisch. Fand ich gerade eben schon nicht so schön. Viperfisch. Oh, du bist aber. Du bist. Ey, bleib da unten. Beilfisch? Ach, das ist der... Ne, ist auch der Beilfisch? Hallo, bleib doch da mal. Also das mit dem Fische aussuchen, das ist nicht ganz so einfach. Okay, was haben wir hier oben? Oh, endlich mal ein Beilfisch. Seeratte. Ah, das ist die Seeratte. Hm. Ah, hier oben gibt es ein Becken, gucke. Viperfisch. War das doch der hässliche. Und da gibt es auch irgendwas. Schwarzer Degenfisch. Okay, ich muss weiter nach oben wieder. Hab ich so das Gefühl. Und ich meine, das war hier. Ne, das ist das Ding zum Reinschwimmen wieder, ne? Ja. Ich muss hier mal weiter hoch. Immer weiter rauf. Nein. Oh. Das mit dem gerade Hochschwimmen ist auch so eine Sache. Markengas.
Da ist doch das Ding. Was kommt da jetzt raus? Opa. Das ist ein Opa. Oh. Oh, hui. Hier dampft es überall. Irgendwas wird hier gegessen. Da fühlst du dir wie Jacques Cousteau. Was kommt denn da dickes aus? Ein Pottwal. Nee, hier ist auch nichts mehr los, du. Nun gut. Dann schwimmen wir doch jetzt noch schnell zu dem... zu dem Kumpel hier. Schauen, was wir hier wieder rauslassen. Ab rein in den Pflanzentrog. Wächst ja gleich ein Baum raus. Und schauen, was uns diesmal erwartet hat. Werden ja immer dicker, die Bäume da. Wie viele Dinge haben wir denn noch? Eins, da haben wir die Walhaie rausgeholt. Da die Orcas. Da die Mantas. Und da jetzt wieder was anderes. Wenn da jede so eine Hütte noch so ein Baum ist, dann haben wir aber noch was vor uns. Ich hoffe, man hört das nicht so, dass ich ständig auf den Boost, auf den X-Knopf drücke, dass das hier mal vorangeht. Wir holen wieder das Beste aus uns raus und geben es dem Ding. Und was kommt? Kraken. Hatten wir doch schon Kraken. Achso, hatten wir ja immer bis jetzt vorher, ne? Ne, Mantas waren Mantas. Die waren davor nicht da. Aber wir füllen das Gedingse hier. Der Baum wächst. Die Kraken auch. Und es wird ein wenig Licht. Hört sich an wie Eis. Ist es kalt, ist gefroren da, oder? Weiß man nicht. Das würde mich aber schon mal interessieren, was es mit der Tür hier auf sich hat. Ah, nee, hier ist... Da habe ich wieder einen Ammoniten irgendwo verplant. Na, so ein Stuhl. Na gut. Oh, jetzt wird es aber immer tiefer hier, du. Jetzt wird es aber immer enger hier. Oha, da schwimmen jetzt aber viele von den Dingern. Der Hai schwimmt da ganz locker durch. Komm, 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 mach Gaff. Was schwimmt denn hier? Ach, das ist Müll. Ja, ja, ja. Ich brauch nicht auszuflippen. Bin schon weg. So. Hier geht es jetzt weiter. Bevor es da aber weitergeht, machen wir eine Pause. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, diesen hier. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Haut rein! Danke, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Da sollte eigentlich jetzt eine Endcard kommen, aber als echte Schwaber haben wir uns die natürlich gespart. Ich glaube, den Abo-Button findest du auch so, ohne unsere Hilfe, oder? Danke dir recht schön, gell?